Willkommen bei TikHalf aus seinem 4DX-Kino hier in Ungarn. Wir haben uns gerade den Tom Cruise-Film angeschaut, der unter anderem mit Iron Man 3 jetzt bald rauskommen wird und ihr nicht hier im Hintergrund stark erkennen könnt, aber weil es ja recht dunkel ist, hier steht 4DX eigentlich auf dem Stuhl drauf. Und das Interessante hier bei dem Kino ist, dass wir von vorne interessanterweise hier zum Beispiel Duft zugeschossen bekommen oder Wasser, und hinter uns kommt immer Luft raus und über uns auch. Und von vorne kommt sogar Nebel eigentlich. Gerade läuft noch der Abspann vom Film. Und klar, im Kino dürft ihr nicht aufnehmen, weil ich meine, ich nehme jetzt nicht das Display auf. Und ja, das ist eigentlich hier gar nicht mal so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, für 9 Euro in Budapest könnt ihr das im Cinema City im West End aktuell anschauen. Es sind immer 4 Stühle, die sich so parallel mit bewegen. Das haben wir bis jetzt nur im Bavaria Filmstudio miterleben können. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir haben hier nochmal im Hintergrund eigentlich hier dastehen 4DX. Wie gesagt, für 9 Euro völlig den Preis wert, hier vor allem mit Filmen, die extra dazu angepasst sind. Leider das meiste hier in Ungarn noch natürlich synchronisiert, heißt, es ist nur auf Ungarisch. Vielleicht kommen allerdings auch bald nach Deutschland auch die ersten Kinos, die das anbieten. Ist bestimmt keine kleine Investition, deswegen wird es das hier im Osten ausprobiert zum Beispiel. Aber auch schon in England habe ich und in Japan erste Kinos gehört, die das hier haben. Auf jeden Fall, der Film war sehr brillant. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Technik gefällt mir auch. Ich würde am liebsten nur noch so ins Kino gehen. Zu Hause, mein Gott, kann man auch mittlerweile 3D wunderbar anschauen. Übrigens, hier bei 4DX gibt es kein 3D, interessanterweise. Ich habe zuerst auch die Brille angehabt und mir wurde dann gesagt, mitten im Film, ich soll sie bitte ablegen, weil an sich brauche ich es nicht wirklich. Aber wie gesagt, auf jeden Fall sehr spannend. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder, damit ihr das Ganze auf techhive.de anschauen könnt. Mein Name ist Balaschka, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und das war hier 4DX Kino, mein erster Eindruck. Hier zumindest immerhin mit schlechter Belichtung. Bis zum nächsten Mal.